geklappt. Besorg einfach die Materialien. Das machen wir. Okay. Jawohl. Da müssen wir auf jeden Fall noch einiges holen. Heidewitzka! Man kann es übertreiben. Ich will mich nicht beschweren, aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Naja. Alles für Fanservice, ja? So. Ansicht wechseln. Kann ich nicht irgendwo die Weltkarte nehmen? Aber was ist, wenn ich den Schnellreisepunkt nutze? Dann müsste das doch auch klappen. Okay, Aussehen kann ich jederzeit ändern. Ich meine, wir können auch den Skin zutragen, aber... Naja. Ich kann nicht Ich kann zwar schnell reisen, aber das bringt mir in dem Sinne nichts. Weil ich nicht außerhalb der Stadt schnell reisen kann. Ach, das ist doch scheiße. Kein Feedback über irgendwelche Sachen, die ich im Spiel mache. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt euren Samstag gut verbracht. Ah, jetzt ganz schön schnell unterwegs. Warte mal, da kann ich auch bestimmt auch schnell reisen. Bei so einem Tempo muss die schwitzen wie ein Schwein, ey. So, wo muss ich denn hin? Hier hin. Aber die Müllhalde. Ich suche Kayas Koffer. Oh, die Gegner sind ja wieder da. Besser. Oh, nur weil ich vergessen habe, ey. Diese Koffer werden normalerweise nur von Scavenger benutzt. Ich glaube, der hier ist Kayas. Gut zu wissen. Okay, bergen wir ihn und kehren zurück. Okay. Ja, komm, machen wir's.
Audio ist soweit in Ordnung. So, Kaya. Sisters Junk, was? Oh, Engel, du bist es. Ich wollte dich nicht überrumpeln. Nein, nein, ist okay. Was führt dich her? Kaya, das ist der Koffer, richtig? Das Motorrad ist leider kaputt. Da ist wirklich nichts zu retten. Oh, schon in Ordnung. Denn der Koffer ist mir eigentlich viel wichtiger. Weißt du, er gehörte meiner Schwester. Als ich ihn dann aber verloren habe, war ich völlig ratlos. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Kaum zu glauben, dass er wieder da ist. Ich danke dir, Engel. Das macht nichts. Du kannst dich ja später noch revanchieren. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, melde dich. Ja, Engel. Oh wei. Kann ich bei dir eigentlich einkaufen? Alter, 5 Punkte! Eine WP-Pumpe! Ich habe keine Ahnung, wofür ich diese Pumpen brauche. Kaya, heißt dein Geschäft Sisters Junk? Oh, du hast das Schild gesehen. Oh. Naja, eigentlich nicht mehr. Aber ich kann den Namen ja nicht einfach ändern. Nein, das tut mir leid. Wie taktlos von mir. Alles gut. Wir reden über die Schwester ist am Leben. Ganz sicher. Ach so, ja, ich gut, glaube das geht fest ja daran, dass sie wiederkommt. Die hat einfach keinen Bock mehr auf dich. Zuneigung. Du kannst dich mit Händlern einfreunden, wenn du häufig ihre Geschäfte besuchst. Wenn eure Zuneigung wächst, werden neue Gegenstände zum Kauf freigeschaltet. Wenn die Zuneigung hoch genug ist, vertrauen dir einige Händler ihre Geheimnisse an. Beinhaltet Daten, die für das Wiederherstellen von künstlicher Intelligenz. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Höher entwickeltes WB-Pumpe, verfügbar 1 von 1. Belebt dich dann eine. Ah, wenn du im Kampf getötet wirst. Okay, das ist cool. Wiederbelebungspumpe, deswegen gibt es sie auch so. Ah, hier können wir das kaufen. Alter. Ah, ne, das ist die WB-Pumpe. Ja, okay. Smart-Mine. Schilddurchbruch. Ah, dafür brauche ich Vita-Coins. Okay, das kann ich mit normalem Geld kaufen. Und wie viel habe ich denn davon? Das wäre mal interessant zu wissen. Ich glaube, ich habe zu viel gekauft. Mach's gut, Engel. Nochmal für deinen Einkauf. Ich danke dir für dein. Bis bald. Mindmap-Kopien, 3 von 3. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles kaufe. Na gut, dann wollen wir mal zurück. Vielleicht kann ich ja die anderen Suites kaufen. Und vielleicht helft ihr beiden mir ja, einen Suite für die Eve zu suchen, der ihr passt. Der euch auch gefällt, weil immerhin guckt ihr mir ja mit zu, hoffe ich zumindest. Ich möchte mit ins Ödland. Eve, sieht so aus, als würden dir noch einige Gegenstände fehlen. Ja. Beim Rest bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die Mindmap-Kopie hier auf der Erde zu finden, wird nicht ganz einfach. Ja, okay. Ich frage mich, wofür die Daten sind. Das sind KI-Daten, die bisher noch kein maschinelles Lernen beherrschen. Sie können bei schwerem KI-Schaden wie dem unserer Patientin implantiert werden und den Systemstart auslösen. Ah, okay. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo diese Daten sind. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Stimmt, da brauche ich ja noch Zeug. Hallo, ich will nur mal reden. Ich will nur mal gucken, ob ich noch irgendwelche Suites basteln kann. Ich möchte mit ins Ödland.
So langsam gefällt es mir hier. Oh, komm schon. Ich möchte mit ins Ödland. Oder glaubst du, ich wäre nur im Weg? Eve, sieht so... Ja. Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Ja, okay. Das sind KI-Daten, die bisher... Sie können bei schweren KI nicht immer... Wir müssen unbedingt her... Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, ich bin noch zu blöd zum Schwätzen, ey. Es wäre einfacher, die einfach ausreden zu lassen. Ich möchte mit ins Ödland. Oder glaubst du, ich wäre nur im Weg? Besorg einfach die Materialien und überlass mir den Rest. Nice. Auch nicht schlecht. Tja, ich würde sagen, wir haben jetzt einiges an Auswahl. Ist der Original-Suit? Planetarischer Diving-Suit, okay. Das ist der Diving-Suit Version 6. Dann haben wir den hier. Hat auch was, der Orca. Vielleicht ein bisschen too much. Oder die kosmetische Tracht. Kybernetik-Tracht. Na dann. Gut, wenn ich jetzt so viel von diesen Dingern habe, könnte ich ja theoretisch auch mal zum Friseur. Aber eigentlich bin ich mit den Haaren soweit zufrieden. Zudem wir den Zopf sowieso nicht loswerden. So, da habe ich nochmal schnell das Dingsbums im Badezimmer ausgemacht. Zugemacht, das Fenster. So. Die Frage ist, wo will und muss ich entlang? Dass die Monster zu schnell respawnen, finde ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite kannst du da natürlich auch gut grinden. Sausack. Hallo, ich will nach oben gleiten. Ja, das passt soweit. Darüber muss ich. Also ausweichen kannst du leider nicht benutzen.
Au. Das war knapp. Fast hätte ich die Blasterzelle verballert. Folge dem Weg und du siehst Altes Labor. Da. Okay. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich Stärke geskillt habe. Läuft ganz gut soweit. Oh fuck, was ist das denn? Alter! Ich will mich nicht beschweren. Was in aller Welt machst du hier? Ah, du bist es, Engel. What the fuck? Ich überprüfe im Auftrag des Propheten die Fabrik und Anlagen hier. Ich wollte gerade zurück, als die ganzen Monster kamen. Ich konnte mich hier verstecken. Danke für die Rettung. Aber ich hätte da noch was. Ist dir vielleicht ein Sentinel begegnet? Nein. Außer dir ist hier niemand. Nun, die Sache ist, ein Sentinel hat mich als Leibwache hierher begleitet. Er hat mich hier reingeschubst, um mich vor einem Nativer zu schützen und ihn dann angegriffen. Mutiger Kerl. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Warte hier. Ich sehe mich weiter um. Ich danke dir, Engel. Er heißt Go. Wenn er noch lebt, sollte er hier irgendwo sein. Eine Haftstrafe. Haftstrafe links. Wollen wir das Lager mal aktivieren? Wir haben eine Menge Skillpunkte bekommen. Stürmt auf den Gegner zu und verführt einen fegenden Flächenangriff. Betäubt Gegner einen Betäubt Gegner eine Kombi-Angriffskraft. Verstehe. Nur nach dem Besiegen eines Gegners mit Hinterhalt oder Überfall einsetzbar. Vorstoß in Richtung des Gegners. Na gut, ich habe keine Ahnung. Limitierte Anzahl 3. Okay, von mir aus. So, dann will ich den Lümmel noch mal suchen. Das ist ganz schön fix unterwegs, die Kleine. Hier. Das war lame. Keine Feinde in Sicht. Hier kann man bestimmt wunderbar angeln. Ich kann aber nicht angeln.
Ach so, Munition, ja. So, dann tauchen wir mal. Das ist der Ort. Aber ich kann gar nicht schwimmen. Was soll ich tun? Soll ich deine Angel benutzen? Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Bitte, irgendwer. Fuck. Ich würde sagen, blöd gelaufen. Erinnerung von Go. Wie es der Prophet befohlen hat, habe ich den Weg nach Atlas Lavor geöffnet. Doch die Monster haben mich an meiner Rückkehr nach Xion gehindert. Ich hoffe, dem Ingenieur geht es gut. Geht es gut. Geht es gut. Das muss wohl der Sentinel sein. Hat wohl beim Kampf gegen den Netiba den Halt verloren. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Ich weiß nicht warum, aber... Finde ich das jetzt gerade hier so interessant? Gibt's hier noch irgendwas? Warte mal. Das bringt mich also wieder nach oben. Das bedeutet, da unten gibt es irgendwas. Sonst würden die mich nicht hochleuchten. Da es kein Combat-System unter Wasser gibt. Hier ist aber nichts. Doch, da unten ist was. Hoffentlich lohnt sich das auch. Fuck! Man hat bestimmt was damit zu tun. Hier, 0,7. Hier, 0,217. Aber das Ding kann ich halt nicht hacken. Schade. Da ist noch ein Objekt. Vielleicht bringt das ja... Ich habe das Gefühl, dass es hier einen größeren Sinn er hat. Für diesen Viechern. Das ist jetzt der zweite, ne? Vielleicht gibt es da hinten noch einen. Dass die vielleicht irgendwas pumpen und ich dann diese Dingsbums... Weißt du, dass diese Schalter irgendwas bewerkstelligen? Ich meine, ich habe das doch nicht umsonst. Weißt du, dass sie jetzt zum Beispiel den Strom jetzt anmachen?
Okay, oder das. Keine Ahnung, warum da noch Kerzen sind. Kaffeelatte. Mokka-Kanone. Oh wei, oh wei, oh wei. Na gut. Will ich mal zu diesen Typen zurück. Musik hat was. Bei Nier Automata, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie auch für die Konsole kriege, weil das auch ein schönes Spiel ist. Du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Hast du den Sentinel gefunden? Ja. Er fiel im Kampf. Verstehe. Also starte meinetwegen. Wir wussten beide, dass das gefährlich wird. Mögen seine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Naja. Zumindest konnte ich den Auftrag des Propheten erfüllen. Engel, nimm gern den Lift dort. Ich habe ihn repariert. Okay. Dann mache ich mich auf den Rückweg. Ich bringe den Memory Stick eines Freundes zurück, der für mich starb. Mach's gut. Okay. Das hat doch was gebracht. So, ich habe da noch eine Nebenquest. Hier ist auch noch eine. Schrottplatz. Und eine neue Mission. Hier ist die Hauptmission. Solarturm. Eingang. Aufspüren. Ich würde gern hier nochmal hin. Ja, das haben wir fertig. Beta, was bedeutet Beta nochmal? Da kann ich auch nicht viel machen. Überleben könnte ich gucken. Dass wir hier mal anfangen. Schnellreisen? Geht das hier? Nee, ne? Schade. Ja, da meinte ich, ich könnte den Aufzug benutzen. Ja, da will ich aber noch gar nicht hin. Erst noch eine Nebenmission machen. Au. So, wo muss ich denn jetzt lang? Am besten hier. Geradeaus und dann rechts. War jetzt nicht vor, aber okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, fuck.
Na klar. Willst du mich verarschen? Du kleiner Lappen, durch. Alter, diese schwanzmadende Fixau, ey. Ey, der geht mir doch ums, der ging doch ums Sack. Jetzt nach oben oder nach unten? Nee, darüber muss ich nicht. Ich muss anderswo. Solange diese Drecksau hier nicht wieder spawnt. Was ist das hier? Irgendein Bunker? Okay. Oh. Hier habe ich einen Disk geschafft. Ohne Schaden. Ich hätte gedacht, da macht's Aua Bohaua. So, nach links muss ich. Da gibt es nämlich noch eine Aufgabe und so ein Gedöns. Den werde ich auf jeden Fall aktivieren. Das kannst du aber glauben. Und dann weiter nach links. Die Viecher verheißen nichts Gutes. Wegen diesem einen verfixten Hit. Der hatte nicht mal einen Pixel Energie, ey. Hallo, meine Mobilität ist aufgrund des Vorfalls eingeschränkt. Ich bitte um Hilfe. Was? Wer kommuniziert auf dem Kanal des Landetrupps? Warte kurz, ich checke das. Das scheint keine Absicht zu sein. Das Signal wird auf mehreren Frequenzen übertragen. So oder so. Ich weiß, was das ist. Das Signal kommt vom Schrottplatz nördlich der Trümmerfelder. Das wird dir gefallen. Es kann nicht schaden, sich das mal anzusehen. Also, falls dir nach etwas Nachbarschaftshilfe zumute ist. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Dahin.
habe jetzt keine Lust, mich ständig mit diesen Viechern rumzuärgern. Oh, fuck! Mein Leben ins Arschlochmund, ey. Oh, zum Glück kann ich diese Wiederbelebungsviecher benutzen, ey. Aber trotzdem, sau assi, ey. Alter Schwede, der hat gesessen. Gefällt mir. Hier lang. Da ist irgendwas. Aber wie komme ich denn da hin? Ist das überhaupt der richtige Weg? Ich habe die Befürchtung, nein, und ich muss den ganzen Weg zurück hochlaufen. Hallo, mein Name ist Digger. Wie du Digger. Siehst, hatte ich einen Unfall. Ich möchte daher um deine Hilfe bitten. Ich greife die Drohne besser nicht an. Kleinere Drohnen besitzen eigentlich kein Sprachsystem. Das verstehe ich nicht. Wusste ich doch, dass dir das gefällt. Ich kann derzeit keine längeren Gespräche führen. Energielevel niedrig. Ich werde hier nicht entkommen können, solange du das Kransystem nicht manuell zurücksetzt. Bediene Ticker, Buzzer und Klanker in dieser Reihenfolge. Sie müssen irgendwo auf dem Schrottplatz sein. Ich möchte höflichst um deine Hilfe bitten. Na gut. Oh, ich kann mich ausruhen. Oh, das ist eine gemütliche Couch. Ein bisschen dreckig, aber von mir aus. Ein bisschen viele Fernseher. Objekt, Objekt, was haben wir hier?
Da soll ich wohl nicht lang. Ja, Money nehme ich mit. So, ich muss hier irgendwas bedienen. Na gut. Dann will ich das mal. Was ist, wenn ich dumm bin und habe die Reihenfolge vergessen? So, Ticker, Buzzer und Klanker. Ist wahrscheinlich für Dumme gemacht, so dass man es gar nicht anders falsch machen kann. So, dann will ich jetzt mal gucken. Ja gut, das war ein bisschen... Okay, die Frage ist, wo kommt das hin? Ich meine, das muss irgendwo hier hinkommen, sonst hätte ich dieses Ding nicht geöffnet. Die Frage ist, wo? Ah, ich weiß wo.